Weimar 1919. Der Krieg ist gerade vorbei, da gründet Walter Gropius die berühmte Kunstschule Bauhaus. Gropius verwirklichte ein völlig neues Konzept. So war das Bauhaus eher weniger eine Schule im klassischen Sinne, sondern vielmehr eine Arbeitsgemeinschaft, in der die Unterschiede zwischen Kunst und Handwerk aufgehoben wurden. Näheres erläutert Professor Dr. Wolf Herzogenrath, Direktor der Kunsthalle Bremen. Das war damals das Ungewöhnliche, eben nicht den freien Künstler in seinem Elfenbeinturm, aber auch nicht den, ich sage jetzt mal, biederen Handwerker, der Spezialist ist, sondern diesen Bogen zwischen dem handwerklichen Können, dem künstlerischen Tun, aber das Ganze mit einer Freiheit, mit einer Experimentierfreudigkeit, mit einer Entwicklungsfähigkeit, die uns eben heute noch fasziniert, dass eben ein Stuhl aus einem Fahrradlenker entwickelt werden kann. Die berühmten Stahlrohrstühle sind ein typisches Ergebnis dieses Bauhausdenkens, Material zu nehmen, die Materialerprobung, was kann ich damit eigentlich machen? Plötzlich merke ich, es federt und es gibt sozusagen einen ganz minimalen Materialaufwand für einen Stuhl. Und das war etwas, was in diesem Denken der Zeit eben war. Das wäre so ein Beispiel. Es geht nie darum, einen Stil zu kreieren. Es geht nicht um den rechten Winkel und die Grundfarben. Das war eine bestimmte Phase im Bauhaus, aber es geht um die Haltung, um die Idee, die dahinter steht. Die schwierigen Zeiten in den Folgejahren, die Weltwirtschaftskrise beendete die goldenen 20er Jahre, wirkte sich auf das künstlerische Schaffen durchaus positiv aus. Es war beflügelnd für die Menschen, die sich sozusagen bereit erklärten, ein solches Experiment mit einzugehen, nicht auf Nummer sicher in Berlin Künstler zu werden, sondern in dieser winzigen Provinzstadt, die auch noch diese ganze Klassikbürde von Goethe, Schiller auf sich hatte, hinter sich hatte, dort eine Schule zu wagen, weil Walter Gropius und Klee und Kandinsky und all die wunderbaren Künstler, die wir heute hochschätzen, die damals bereit waren, ein solches Experiment zu machen. Auch eine Fotowerkstatt gehörte zur Bauhausschule. Auf Spiekeroog im Künstlerhaus sind derzeit rund 100 Fotografien aus der Bauhauszeit zu sehen. Die Ausstellung zeigt eine große Spannbreite vielfältiger Fotoarbeiten, vom Amateurhaften bis zum Professionellen, vom Schnappschuss bis zur kommerziellen Werbung. Es ist das erste Mal, dass diese Arbeiten in Deutschland zu sehen sind. Eine kleine Sensation auf einer kleinen Insel. Dr. Hans-Herwig Geier, künstlerischer Direktor des Galerie- und Künstlerhauses Spiekeroog, erläutert, warum die Fotos auf der ostfriesischen Insel überhaupt zu sehen sind. Ja, unser Anliegen ist es ja, vom Künstlerhaus mit vielen Kulturinstitutionen im Nordwesten zusammenzuarbeiten. So haben wir eben auch eine enge Kooperation mit der Kunsthalle Bremen. Und als wir darüber sprachen, was machen wir in diesem Jahr für eine Jahreshauptausstellung, kam uns ganz spontan Bauhaus in die Köpfe, denn die Bauhaus-Programmatik gibt Momente, die auch für uns, für unsere Programmatik wichtig ist. Das Experimentelle, die Rückbeziehung auf handwerkliche Tradition, das sind alles Ansätze, die sehr gut in unser Haus passen. Carmen Emichholz ist Kulturstaatsrätin in Bremen. Aber nicht nur von Berufswegen, auch aus persönlichem Interesse hat sie sich die Ausstellung sehr genau angeschaut. Bauhaus markiert für mich den Markstein in künstlerischer Produktivität, wo sich Künstler immer wieder bemüßigt gefühlt haben, neue Sichtweisen auf sowohl Produktionsprozesse als auch auf Gestaltung, als auch auf Ästhetik zu nehmen. Und dass dieser Wandel immer das neue Konzept war. Wir haben es in der Beginnerzeit damit zu tun gehabt, dass letztendlich Reduktion ein Betrachtungs Ansatz war, aber es gibt natürlich auch viele Prozesse in Fertigung, in Kreativität und ich glaube, die grundsätzlichen Lehren, die man aus den Arbeitsansätzen von Bauhaus zieht, sind heute noch gültig und inspirieren uns alle und deswegen freue ich mich sehr, dass dieses hochrangige, in Deutschland noch nicht gezeigte Konzept hier auf Spiekeroog präsentiert, für uns Grund genug, alle hinzufahren und das Künstlerhaus zu besuchen. Das Bauhaus bestand bis 1933, bis zur Machtergreifung der Nazis und gilt heute weltweit als Heimstätte der Avantgarde der klassischen Moderne auf allen Gebieten der freien und angewandten Kunst. Die Resonanz des Bauhauses hält bis heute an und prägt wesentlich das Bild deutscher Entwürfe im Ausland.
Gerade aus diesem Grund ist die Ausstellung Bauhausfotografie sehr sehenswert, kunsthistorisch interessant und extrem faszinierend. Die Arbeiten, modern und doch aus einer anderen Zeit, sind noch bis zum 28. Oktober im Künstlerhaus auf Spiekeroog zu sehen.